Hi, mein Name ist Sebastian. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Heute soll es um diese Steinchen hier gehen. Das sind so Naturbruchsteine. Daraus wollen wir einen Weg machen, einen Gartenweg. Ja, worauf du achten musst, wie das Ganze geht, das zeige ich dir in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und zum Einsatz kommen zwei neue Tools. Einmal den Winkelschleifer vom Parkside. Den braucht ihr beispielsweise, um die Polygonalplatten passend zuzuschneiden mit der passenden Trennscheibe. Und ihr benötigt einen Mörtelrührer. Beides könnt ihr mit den ein und denselben Akku betreiben, der 20 Volt. Und den könnt ihr auch für 70 weitere Produkte vom Parkside verwenden. Dann brauchen wir noch einen großen Maurerkübel, einen kleinen Maurereimer, einen Schonhammer, zwei Bürsten bzw. eine größere und eine kleinere, eine Maurerkelle. Eine Zahnkelle besser gesagt. Es gibt die in unterschiedlichen Größen. Ich kann euch empfehlen, einmal 1 cm, so ganz grob. Eine kleinere Maurerkelle und noch eine etwas kleinere Kelle, je nachdem, womit ihr am besten arbeiten könnt. Ich kann euch die drei Kellen wirklich empfehlen. Dann brauchen wir noch mal was zum Einschlemmen bzw. zum Verfugen. Einmal so ein Schlemmbrett, so ein Schwammbrett und einmal so ein Fugenzieher, kann man sagen. Das ist unser Untergrund. Das ist ein fertiges Fundament, was damals als Weg diente, der schon ziemlich stark mit Steinschaft gezogen worden ist, sehr stark vermoost und ziemlich dreckig. Das müssen wir natürlich vorweg reinigen. Ihr müsst lose Steine entfernen. Der Untergrund sollte sehr, sehr massiv bzw. fest sein. Wenn das nicht der Fall ist, müsst ihr natürlich dafür sorgen, dass ihr einen wirklich festen und sauberen Untergrund habt. In dem Fall reicht es bei uns, dass wir das Ganze mit einem Hochdruckreiniger schön sauber sprühen und danach die Rasenkanten abstechen. Und jetzt geht es den Natursteinen an den Kragen. Wir haben uns alle erstmal grob hingelegt nach Größen und dann müsst ihr natürlich die Steine von dem Dreck befreien. Ansonsten würden die später an dem Mörtel nicht richtig haften und die würden sich ganz, ganz schnell wieder lösen. Das Ganze könnt ihr mit ganz normal Wasser machen und mit einer Bürste. Im Anschluss haben wir uns die Natursteine auf unserem Weg hingelegt. Das ist eine Puzzlearbeit, aber die macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Am besten macht ihr das so, wie ich jetzt hier gemacht habe. Ihr nehmt euch ein Stück am Ende und dann guckt ihr, ja, da könnte es passen. Und wenn das Ganze nicht passen sollte, wenn ihr kurz vorm Verzweifeln sein solltet, dann könnt ihr natürlich das Passende mit dem Winkelschleifer dann zuschneiden. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. Markiert euch die Stelle, die ihr zuschneiden möchtet und dann geht's auch schon los. Achtung, passende Trennscheibe solltet ihr nicht vergessen. Und natürlich ein Gehörschutz und eine Schutzbrille. Und dann könnt ihr das Ganze zerschlagen. Und der Mörtelrührer kommt jetzt zum Einsatz. Den brauchen wir nämlich, um unser Trass Naturstein-Verlegemörtel anzurühren. Schichtdicke 10 bis 40 mm wasserundurchlässig. Wenn du das Ganze anrührst, ist wirklich ziemlich einfach. Aber achte bitte auf den Verpackungsinhalt bzw. auf die Beschreibung. Alles im Maurerkübel hineingekippt, ein bisschen Wasser hinzugeben und dann lass den Mörtelrührer rühren. Übrigens kannst du damit auch Farbe umrühren. Das Ganze sollte so eine Konsistenz haben, es sollte sehr, sehr zäh sein und es sollte nicht von der Maurerkelle fallen. Zu flüssig schadet nachher euren Boden bzw. ihr könnt keinen richtigen Halt anbringen. So sollte ungefähr die Masse aussehen. Vorweg haben wir die Steine noch mal ein bisschen feucht gemacht, damit die wirklich schön eine Verbindung mit dem Mörtel eingehen. Wie gesagt, wichtig ist hierbei, dass ihr das Ganze alles in einer Flucht verlegt. Sprich, kontrolliert das wirklich kontinuierlich mit einer Wasserwaage. Dann solltet ihr 4 Kreuzfugen vermeiden. Sprich, 3 Kreuzfugen, wie jetzt hier im Bild zu sehen, sind wirklich okay. Aber ihr solltet keine 4 Kreuzfugen oder sowas in der Art erzielen. Super hilfreich war natürlich auch ein Foto
von den Polygonalplatten zu machen, zu erstellen, vorweg. Denn wir haben auch festgestellt, auch wenn du dir die Platten hinlegst und danach schön sauberlich am Rand wieder genauso hinlegst, kommt es nachher zu Schwierigkeiten und deswegen war so ein Foto super hilfreich. Überschüssigen Mörtel, der jetzt herausquillt, den bitte entfernen, denn da kommt später unsere Fugenmasse hinein. So sieht das Ganze dann einen Tag später aus und wir können das Ganze auch wieder begehen. Allerdings haben wir überall so ein paar Spritzer von den Fugenmörtel auf unserer Plattenoberfläche. Die solltet ihr natürlich entfernen. Das könnt ihr mit einer Bürste machen und mit etwas Wasser. Ihr solltet natürlich auch darauf achten, dass ihr beides von einem Hersteller nehmt, sprich Natursteinfuge und natürlich den Mörtel. Die Fugenbreite ist hier 6 bis 30 mm, wasserundurchlässig und das Ganze wird wieder in einen großen Maurerkübel angerührt mit dem Mörtelrührer. Wirklich ganz, ganz praktisch das Teil. Vor allem, wie gesagt, den Akku könnt ihr einmal für den Maurerrührer verwenden und einmal für den Winkelschleifer. Das Ganze sollte diesmal nicht so zähflüssig sein, sondern eher flüssig, damit ihr das Ganze schön in die Fugen hineindrücken könnt. Es gibt wirklich verschiedene Techniken, wie ihr das Ganze machen könnt. Andere wiederum gießen das mit einer Gießkanne ein. Ich in meinem Fall drücke das jetzt rein mit der Maurerkelle und ziehe das Ganze nochmal ein bisschen glatt. Warum, weshalb? Ich möchte einfach nicht so viel Material, dass es links und rechts in den Seiten hin herausquillt. Und um das Fugenmaterial schön gleichmäßig zu verteilen, vor allem in die Fugen hineinzudrücken, könnt ihr diese Fugenkelle bzw. den Abzieher verwenden. Im Nachhinein müsst ihr natürlich das überschüssige Fugenmaterial von den Steinen abwaschen. Dafür verwende ich dieses Brett hier mit so einem Schwamm aufgeklebt, so ein Schwammbrett. Ihr solltet natürlich darauf achten, dass ihr das Fugenmaterial nicht wieder herauswäscht und regelmäßig das Wasser wechseln. Ansonsten macht das Ganze wenig Sinn. Noch ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr feststellen solltet, ein, zwei Tage später, dass in den Fugen sich kleine Löcher gebildet haben, das ist einfach die Luft, die ihr eingeschlossen habt beim Verfugen, dann könnt ihr das Ganze nochmal nachträglich verfugen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn in diese kleinen Löcher kann beispielsweise Feuchtigkeit oder Wasser hineindringen, dann gibt es einen Frost und dann platzt die Fuge auf und dann irgendwann lösen sich natürlich auch die Natursteine. Also ihr solltet das Ganze wirklich dicht verfugen. Größere Fugen von 3 bis 4 cm solltet ihr bitte vermeiden, wie jetzt hier in diesem Bild zu sehen. Im Anschluss peppe ich noch ein bisschen den Rasen auf, der hat nämlich ein bisschen drunter gelitten und dann nehme ich nochmal den letzten Fugenschleier und schrubb das Ganze herunter. Ja, und dann ist unser Natursteinweg schon fertig. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sieht das Ganze so aus. Natürlich ist das Ganze jetzt hier nicht so perfekt. Das heißt, ein Stein steht mal ein bisschen höher als der andere. Und die Kante ist auch nicht so perfekt, möchte ich jetzt mal behaupten. Ihr könnt natürlich eine richtige Steinkante setzen, wenn ihr wollt. Oder ihr nehmt links und rechts ein Brett und gießt das Ganze dann aus. Dann habt ihr einen vernünftig geraden Weg. Aber das wollten wir gerade nicht. Das heißt der Natursteinweg. Wir wollten nämlich, dass der Rasen später über die Steine wächst und der Garten oder das Beet auch so ein bisschen, dass das Ganze miteinander verwächst. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Alle Infos zu diesem Video findest du unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen und würde mich freuen, wenn du mich auf Instagram besuchen würdest oder auf Facebook und mir dort vielleicht dein fertiges Werk mit Hashtag Mr. Handwerk oder mich sogar text. Würde ich mich drauf freuen. Bis dann. Ciao.